neuer Geheimtipp, ganz genau. Da wollen wir hin. Deswegen sind wir hier. Ich frage mich jedes Mal, ob der Ladebildschirm heller wird, von Kapitel zu Kapitel. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das bilde ich mir ein. Aber wer weiß. Aber ich glaube wirklich nicht. Okay, wie soll ich sagen, Raven? Ich bin wieder auf der Suche nach einem ganz bestimmten Ort. Hab ein neues Album. Noch eins? Letztens war es ja zufällig der Ort von meiner Geheimtippliste. Aber dass das jedes Mal so einfach läuft... Hey, den hier kenne ich. Wirklich? Geheimtipp. Zum Geheimtipp, oder? Na dann, auf los geht's. Geheimtipp Nummer 3. Ja genau, warum 3? Warum nicht 2? Komisch, ne? Aber gut. Da sind wir auch schon. Tob dich aus, Kleiner. Nur ewig rumzuwarten ist so gar nicht mein Ding, weißt du ja. So, jetzt müssen wir das Foto hier finden. Das kann jetzt natürlich im Grunde überall sein. Ah, da ist es. Das ist natürlich gut. You didn't even twitch. Ups. Ups. Nein, Hilfe, aufhören. So. Und war alles zu deiner Zufriedenheit? In der Tat konnte ich ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis erzielen, Raven. Irgendwie bist du ein echt seltsamer Typ. Wo bin ich denn deiner Meinung nach seltsam? Ich finde eigentlich, ich bin ziemlich normal. Das meinst du nicht im Ernst, oder? Ich fahre dich extra zum Geheimtipp und was machst du da? Schleichst in der Gegend rum, um nach irgendwas zu suchen. Hast du auch nur einen Blick auf die Landschaft geworfen? Und dann brabbelst du noch die ganze Zeit irgendwas vor dich hin. Naja, in gewissem Sinne macht dich gerade das zu einem kostbaren Testsubjekt. Wie dem auch sei, hier nimm, als Dankeschön dafür, dass du Weavan testest. Cool, gewöhnlicher Stoff. Ich habe noch einige Geheimtipps mehr auf Lager. Sobald der nächste vorbereitet ist, gebe ich dem Hotelboy Bescheid. Weavan, der Fahrdienstleister des 21. Jahrhunderts. Immer wo du ihn brauchst, wenn du ihn brauchst. Ciao! Cool. Hätten wir das auch erledigt. So, dann wollte ich jetzt zu dem einen Haus... Da hinten. Lena Doman, aka Professor R. How could such an intelligent person like her suffer such a tragic downfall? Does the South really corrupt people, like Patty said? This sunlight certainly seems capable Hallo, of breaking someone down. Das ist da. No matter how you try to resist it, Willkommen. It's so hot it feels like I'm burning up. But that doesn't explain it. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline itself. Everything in this town, whether it's visible or invisible, it all carries shades of their influence. Buildings, people, conversations. Das mit dem Springen kriege ich noch nicht hin. Oh, sehr gut. Ich wollte eh zum Skateboard-Shop schauen. Die muss mir dringend mein Skateboard reparieren. Wir sind schon auf 19%. Hey, want to talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skate. Yeah.
Das war gerade ein Move. Warte mal, ich glaube, ich fahre gerade an unserem Zielort vorbei. Ah ja, das ist das richtige Haus. Das brauchen wir. Und hier lag übrigens auch die grüne Paprika für die andere Quest, die wir übrigens auch mal abgeben könnten. Stimmt eigentlich. Ah, ich glaube, die liegt hier wieder, oder? Ja. Okay, man kann hier mehrere grüne Paprika sammeln. Warum nicht? So, wo ist das Häuschen? Wo ist es? Ja, wo ist es denn? Bin ich? Da ist es. Na, nicht ganz. Das sah so richtig aus. Aha, jetzt haben wir es. Ja, gut. So, 14 von 20 haben wir. Moment mal. Spinnt es jetzt komplett? Ich glaube, hier ist irgendwas irgendwie kaputt, Leute. Guckt mal. Hier ist das Bild Nummer 20, das ich gerade eben in diesem Geheimtipp-Ort gemacht habe. Und jetzt ist es aber nicht geklärt, als hätte ich es nie gemacht. Na, oh, ich hoffe echt, ich befürchte, dass das irgendwie echt verbuggt ist hier. Ich finde das irgendwie nicht gut, dass unser Fortschritt verschwindet, während ich die Quest mache. Wenn das weg ist, muss ich schon sagen. Oh Mann, ey. Das ist echt blöd. Ich meine, zur Not können wir nochmal hinfahren, aber komisch ist es trotzdem. So, wisst ihr was, aber wenn das jetzt so ist, wenn das jetzt so ist, dass die Dinger wieder verschwinden von meiner Completion List, dann suche ich mir jetzt eine Liste. Dann suche ich mir jetzt einen Guide, damit wir die einfach jetzt ganz schnell abklappern und abgeben können, damit ich das dritte Album kriege und fertig. Weil das ist irgendwie nicht so gut, wenn das passiert, wenn man alles doppelt und dreifach machen muss. This sunlight certainly seems capable of breaking someone down. No matter how you try to resist it, it's so hot. Okay, bitte einmal Skateboard reparieren. Oh, you're... Okay. $10. Das ist echt billig. Looking good. Oh, remember... See you later. Oh, if you ever... Dankeschön. Ja, dann schaue ich jetzt wirklich wegen den Locations von diesem zweiten Buch, weil das ist mir... Also, so nicht. Wenn das Spiel hier meint, es muss cheaten, dann kann ich das auch. Wartet mal. Deadly Premonition 2. Wie heißen die Dinger? Irgendwas. Dass mir das erste Album auch wieder gelöscht hat. Ich finde das echt nicht schön. Das beunruhigt mich. Oh ja, warte, da habe ich schon ein Video gefunden, da steht Corruption im Namen. Ach so, nee, warte, da geht es um was anderes. Schade. Okay, jetzt wartet mal, jetzt schauen wir mal. Ich brauche jetzt auf jeden Fall Bild, die Tankstelle, Bild Nummer 3. Wo ist die Tankstelle? Wo ist die Tankstelle? Aha, okay. Da radeln wir schnell hin mit unserem Skateboard. Das ist nicht so... Ah, das ist jetzt gerade ganz am anderen Ende der Stadt. Ich wollte gerade sagen, ist nicht so weit weg, aber stimmt nicht. Aber passt schon. Im Grunde können wir vielleicht im Owl's Nest vorbeifahren. Stimmt. Wisst ihr was, das ist eine gute Idee. Dann schauen wir jetzt, dann schlagen wir 3 Fliegen mit einer Klappe. Dann schaue ich jetzt erst in der Kegelhalle vorbei, im Kegelrestaurant, und gebe der die Paprika. Clarksons chose a dragonfly for their family crest. Dann schauen wir in Owl's Nest vorbei, wenn es schon offen hat, und trinken einen Cocktail. Und dann
arbeiten wir die Fotos weiter. Dolman, aka Professor R. How could such an intelligent person like her suffer such a tragic downfall? Does the South really corrupt people, like Patty said? This sunlight certainly seems capable of breaking someone down. No matter how you try to resist it, it's so hot it feels like I'm burning up. But that doesn't explain it. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline itself. Everything in this town, whether it's visible or invisible, it all carries shades of their... Okay. Auf geht's. Zack, it appears to be closed. Let's come back during... Aber wann machen die denn auf? Machen die nicht jetzt dann schon auf? Um 5 machen die wieder auf. Jetzt ist es 4. Naja, gut, eine Stunde. Ja, okay, dann... Ja, wir sind umgekehrte Reihenfolge, wie ich gerade gesagt habe. Erst Fotos weiter abarbeiten, dann Paprika, dann Kneipe. Oder andersrum. Wie auch immer. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bay. Nee. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose? As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then. But this one looks a lot smaller than the Aerial Lift Bridge. Oops. Es wäre echt schön, wenn der mehr Sätze hätte für Skaten. Und zweitens, wenn er nicht dauernd aufhören würde, mittendrin, weil die ersten paar Zeilen von seinen ganzen Dialogen kenne ich mittlerweile auswendig, aber ich habe sie selten mal fertig gehört, weil immer kommt irgendwo ein Gegner oder man eckt irgendwo an oder man ist am Ziel. Das war im ersten bisschen schöner gemacht, finde ich. Da war es nämlich dann auch so, dass wenn man wieder im Auto saß, erstens gab es da viel mehr Autodialoge, und wenn man wieder im Auto saß, dann hat er gesagt, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ach ja, genau. Und dann ging der Dialog oder Monolog, je nachdem, wie man es sehen will, wieder da weiter, wo er aufgehört hat. But it seemed like she was deeply distraught. Where did Melvin disappear to? The same goes for her mother, Candy. We never even got a chance to meet her mother. Did they get swallowed up into the Clarkson's vortex as well? We need to hurry, Zack. As of now, Patty could be in danger. Can't stop moving until we find the source to all this chaos. Okay. Tankstelle gefunden. Aber den richtigen Platz noch nicht. Na komm. Irgendwo hier muss es sein. Auf der Straße im Grunde, die Linie muss noch auf dem Foto sein, oder? Ah, jetzt brauchen wir wieder Kaffee. Für Fokus. Das sieht doch schon ziemlich genau nach dem aus, wie es auf dem Bild ist, oder? Kann sich nur um Zentimeter handeln. Verstehe ich nicht. Was ihm da nicht passt. Verstehe ich wirklich nicht, was ihm da nicht passt. Aber wir brauchen schon wieder mehr Kaffee. Mensch, das ist ganz schön fokusraubend, dieses Scannen. Sag mal, wo muss ich denn stehen? Ich schau mal ganz kurz in dem Guide, wo der auf dem Bild steht. Ach, so weit auf der Straße draußen steht der doch. Na, dann versuchen wir das mal. Ja, tatsächlich. Aber guck mal, das sieht auf dem Bild anders aus als bei mir jetzt hier. Ich sehe viel mehr von der Straße, als auf dem Bild noch zu sehen sein sollte. Naja, wie dem auch sei. Geschafft. Das ist doch die Hauptsache. So, die nächsten haben wir das Häuschen hier. Das wäre noch interessant.
Lass mich mal schauen, wo wir das finden. Aha, warte mal. Das ist doch ganz in der Nähe, wo ich schon mal war. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, am anderen Ende der Stadt. Das dürfte das hier sein, oder? Ja, ich denke schon. Na dann, auf geht's. Hast du es mal über Merlin-Account mit dem Bot probiert? Ach so, Pro-Admin quasi oder so. Könnte man mal versuchen, warum nicht? Sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zack? Wie spät ist es jetzt? 16 Uhr. We've been in this town for longer than we originally planned, haven't we? Oh no, I'm not complaining. I'm used to living out of a hotel, and I love southern food. There are some inconveniences, though. There's no movie theater in this town, nor is there a video rental store, and the TV in the hotel room doesn't get any of the on-demand movie channels. We'll just have to get lucky and encounter a movie being shown on TV. The movie environment in Lucare is no different from that of the 70s, Zack. No. Ich mache eine Schnellreise, weil das ist jetzt wirklich ein Stückchen weg. Wobei, jetzt sind wir zu dem Schnellreisepunkt so weit gefahren, dass ich vielleicht hätte einfach weiterfahren sollen. Aber doch, nee, keine Ahnung. Okay. War ich hier nicht vorher schon und hab gesagt, nee, das ist falsch? Ich glaube, ein Häuschen weiter war ich, ne? Denk schon. Steig doch ab. Manchmal steigt er nicht ab. Manchmal macht ihm so viel Spaß. Will er gar nicht runter. Ah ja, cool. So, das dürfte Nummer 16 gewesen sein, oder? Genau. So, kleines gelbes Häuschen. Wo finden wir dich denn? Da habe ich auch keine Ahnung, wo das sein könnte. Überhaupt keine. Ah, Moment mal. Da war ich und hab's nicht erkannt. Bin ich bescheuert? Ich stand da davor. Wir standen da davor. Das ist Xaviers Haus. Wir waren da direkt davor. Mann, ey. Und ich hab's nicht erkannt als das vom Foto. Ha, verrückt. So kann es manchmal gehen. Ja, dann wieder den ganzen Weg zurückskaten. Ich hätte mir vielleicht vorher angucken sollen, wo alle sind. Hätte man die ein bisschen besser strukturiert abernten können. Just felt like saying. Aber schon okay. Viele sind ja nicht mehr. Wahrscheinlich müssen wir dann nochmal zu dem geheimen Ort. Also, keine Ahnung, aber ja. Do you think Patty's okay? She acts strong, but it seemed like she was deeply distraught. Where did Melvin disappear to? The same goes for her mother, Candy. We never even got a chance to meet her mother. Did they get swallowed up into the Clarkson's vortex as well? You need to hurry, Zack. As of now, Patty could be in danger. Can't stop moving until we find the source to all this chaos. Cool, wenn man das kombinieren könnte. Einen 360 Power Slide Ollie. Combo. Ja, gut, ist aber leider nicht so. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose.
Ich hätte auch gern, ich glaube, ich muss auch mehr Geschwindigkeit Boost in unser Skateboard bauen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Lift Bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then. But this one looks a lot smaller than the aerial lift bridge. Its smaller size was most likely chosen due to the width of the river and the sea level of this area. Oh, what happened? Wie? Warum? Ich hab doch einen Power Slide gemacht. Naja, okay. Keine Ahnung. Betäubungsgeschosse. Helfen. Why do you think the Clarksons chose a dragonfly for their family crest? In some European countries, dragonflies are called Hallo, devil's needles, and folklore suggests that they fly around, sewing up the mouths of children. This is not Tony Hawk Pro Skater, but Japan. Francis York Morgan Pro Skater. Like dragonflies. There, dragonflies are seen as beneficial insects who march valiantly ahead, preying on the pests that devour crops. In other words, dragon. So, das ist es nämlich. Das Haus von Xavier. Das ist das kleine gelbe Häuschen auf dem Foto, das ich echt nicht als solches erkannt habe. Ha. Tja. Das hätten wir uns sparen können, wenn ich das vorher gesehen hätte. Aber gut. Jetzt haben wir es. Ja, aber nur in manchen Passagen. Das ist eben blöd abgemischt. Deswegen... Das ist so ein Kompromiss, dass man die Figuren noch versteht und mich auch noch einigermaßen. Man versteht halt nur alles so einigermaßen. So ist das eben. So, jetzt wartet mal. Was fehlt denn als nächstes auf unserer Liste? Die Bäume. Wo sind diese beiden Bäume? Da habe ich schon eine Idee, wo das ungefähr ist. Aber da schaue ich mal schnell dem Guide, wo es genau ist. Das hilft. Ah ja, genau, habe ich mir ungefähr gedacht. Es gibt nämlich diese eine Straße, auf der diese ganzen alten Bäume wachsen. Das ist sogar, ups, Missionsziel von uns. Deswegen hatte ich die noch so in Erinnerung. Und zwar hier, glaube ich, ungefähr müsste das sein. Schauen wir mal. Wir haben keinen Schnellreisepunkt in der Nähe, schade. Dann skaten wir halt hin. Ah, da ist das Symbol für ein optionales Missionsziel, aber irgendwie führen die immer zu nix. Aber ich versuch's mal nochmal, dass ich da jetzt mal hingehe und keine Ahnung. Die wurden mir schon so oft angezeigt, aber eigentlich hat's nie irgendwas gebracht. Yes, I'm talking about him. Hunda, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell, but it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zack, Hungan feels very familiar to me. You might even say... So, hier irgendwo in der Nähe ist angeblich irgendwas. Ich habe keine Ahnung was. Ich weiß auch nicht, wo genau. Hier hinten liegen zwei alte Teller. Guckt, und jetzt ist es wieder verschwunden. Ich verstehe diese weißen Ausrufezeichen-Symbole nicht so ganz. Warum ist es jetzt wieder weg? Gerade war es noch ganz in der Nähe. Als ob hier irgendwas Wichtiges wäre. Ha. Seltsam. Aber in 5 Minuten macht die Bar auf. Naja, da können wir noch schnell das Foto machen. Eigentlich machen wir gar keine Fotos. Wir besuchen Orte, die auf Fotos zu sehen sind. Aber so ähnlich halt. So. Hier müsste das, glaube ich, eigentlich sein. Aber warte mal. Das sieht ja gar nicht so aus wie auf dem Foto. Ach so, außer in die Richtung vielleicht. Das könnte schon hinkommen, aber kein blaues Symbol über unserem Kopf. Hm.
Bin ich hier wirklich richtig? Ich schaue nochmal in unserem netten Guide. Das ist... Na, vielleicht nicht ganz. Warte mal, hier wär's eher. Laut Guide. Ja, aber das kann irgendwie gar nicht stimmen. Moment, hier? Ach so, ich muss so weit weg sein. Aha. Okay. Von mir aus. Hätte ich jetzt anders gesehen. Hätte ich lange suchen können. So, dann waren es nur noch zwei. Nämlich die blauen Container beim Skaterpark, die weiß ich. Aha, hier steht zwar nicht clear, aber es ist anscheinend noch clear. Das gelbe Gebäude, das würde mich noch interessieren, weil das ist auch eins, da habe ich wirklich keine Ahnung, wo das sein soll. Lass mich mal kurz durchscrollen hier. Nein, hau ab, das gelbe Gebäude ist direkt neben der Tankstelle. Direkt neben der Tankstelle. Hey, aber warte mal, da sind wir zufälligerweise gerade. Aber da waren wir doch schon, Mensch. Hier unten ist das, genau. Aber gut, eigentlich, hä? Das will ich nicht, Hilfe. Aber quasi nicht weit weg, wenigstens. So, das ist cool. Wenn wir Album 3 abgeschlossen haben, die Paprika abgegeben haben und, was war noch? Also jetzt gerade besuche ich Orte auf, also gewisse Orte, die auf Fotos verzeichnet sind, damit ich dem Friedhofswärter, der wahrscheinlich mit Aliens kommuniziert, zumindest glaubt er das, oder agiert so, als ob so wäre, diese Blumensymbole, die goldenen, bringen kann. Weil wenn ich ihm 100 davon bringe, kriege ich eine super coole Belohnung. Hat er mir zumindest versprochen, in dem kurzen, lichten Moment, in dem er reden konnte. Und nicht drum gepiepst hat, wie ein Roboter. Jetzt. Gut. Das war, glaube ich, das Symbol für richtig. Oder? Nein? Aber es hat doch gemacht. Ach, hier ist es. Okay. Von mir aus. Das ist im Grunde so eine Nebenquest. Eine recht lange. Also eine, die einem über lange Strecken begleitet, theoretisch. So. Und jetzt fehlt nur noch der Skatepark. Da gehen wir jetzt dann auch gleich hin. Aber erst gehen wir jetzt in die Kneipe. Und bestellen uns einen Cocktail. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? War nur gerade abgelenkt. Do you think Patty's okay? She acts strong, but it seemed like she was deeply distraught. Where did... So. Zach, let's come back. Was? Macht er erst um 18 Uhr auf? Wenn das so ist, dann gehen wir jetzt noch schnell zum Skaterpark nach hinten und machen das letzte Foto. Skatepark, ich komme! Hey Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag, buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap.
Things always work out that way for us. We've tried. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie das auf dem Bild aussieht. Da, blaue Container auf jeden Fall. Doppelt gestapelte blaue Container. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt richtig. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht ist es nämlich doch nicht hier, sondern beim Fleischlager. Ich sehe nämlich diese großen Schornsteine im Hintergrund nicht. Aber es muss entweder das Fleischlager sein oder hier der Skaterpark. Ja, das Spiel ist eigentlich der erste Teil auch schon berühmt für die Monologe. Das macht viel vom Charme aus, aber hier ist es leider so, dass es während des Skateboardens nur relativ wenig Monologe gibt. Monolone. Oder Dialoge, weil er redet ja mit seiner gespaltenen Persönlichkeit, wie man es definieren will, die sich leider sehr oft wiederholen. Nee, dann müssen wir eventuell wahrscheinlich tatsächlich zur Fleischproduktionsanlage. Weil diese vier großen Schornsteine im Hintergrund, die gibt's hier nicht. Also kann es nicht der Skatepark sein. Aber hier ist irgendwo auch ein Schnellreisepunkt. Dann können wir schnell drüber flitzen. Können wir schnell unseren Wühlwagen bestellen. Genau, Clarksons Food Delivery Service muss es dann eigentlich sein. Ich wüsste sonst kein anderes Fabrikgelände.